Herzlich willkommen von WOM Adventure. Schön, seid ihr wieder dabei. Ja, jetzt geht es in den Oman hinein und da seht ihr, wie das so einigermaßen ablief am Zoll, am Border, am Grenzübergang. Und dann gehen wir in die Wüste hinein, nämlich in die Rub Al Khali, die größte Wüste. Und ja, das wird ein Abenteuer und ja, schaut rein. Und viel Spaß. So, nach Hunderten von Kilometern hört der Sand hier einfach auf und jetzt da vorne ist gleich der Border, also die Grenze nach Oman. So, jetzt geht's zum Saudi Border und dann zum Oman Border. So, der Saudi Border haben wir passiert, jetzt geht's da geschützt zum Oman Border. So, man fährt da über einen Kilometer zum nächsten Border, da nach vorne. Bei diesem Gebäude muss man die Versicherung abschließen. So, hinein in dieses schöne Gebäude hier. Das ist eine ganz neue Grenze hier, Saudi-Arabien, Oman. Hier braucht es eine Versicherung. Das Grenzgebäude von innen, wo es die Versicherung gibt, das ist gleich mal ein architektonisches Wunderwerk. So, dann geht es weiter zum nächsten Checkpoint. Da muss man das Visum zeigen und den Pass. Also der wollte nichts, der hat nichts angeguckt, der hat uns gleich weitergeschickt, jetzt geht es da zur nächsten Stelle. So, hier heißt erstmal warten zusammen mit anderen. Vielleicht bietet er gerade, wer weiß. Wir warten und holen uns Infos. Ui, jetzt ist was passiert. Jetzt geht es vielleicht weiter. Jetzt geht's Passkontrolle in dieses Gebäude. Weil so, wenn die aufstart, oder? An der Grenze. Salam alaikum. Alle Formalitäten erledigt. Da vorne ist der Oman und wir dürfen rein. Welcome to Oman heißt jetzt. So, kurz Pause gemacht an der Grenze, da patrouillieren sie mit MGs. Sieht aus wie Wasser da vorne. Ja, da fährt man so ein paar hunderte von Kilometern und da stehen hier wieder zwei Schweizer. Die warten auf uns und haben sogar schon SIM-Karten für uns besorgt. Wir wollen nämlich gemeinsam weiterfahren. Hallihallo! Oh. Hi zusammen! Hi! Das war eine Gewaltfahrt jetzt, du. So lange ist es. Haben wir es geschafft? Marathon, du. Saudi-Borderin, hä? Romani. Könnt ihr immer verstecken, wenn es Berge gibt. So, unser erster Tag der Wüstentour geht los. Wir fahren 400 Kilometer an der Grenze entlang zu Saudi-Arabien im Oman runter zur Wüste auf einer Piste durch die Wüste und hoffen, ja, dass alles gut geht. Jetzt geht's los. So, da habt ihr ganz viel Gas. Das wird einfach so abgefackt. Ein Ölfeld da in Oman. So, jetzt geht es so richtig langsam in die Piste hinein. Vorher war ja geteert und jetzt ist nicht groß befahren. Und ja, wird immer mehr sandiger. Jetzt muss ich schalten. Jetzt fahre ich alles mit dem Trittgefühl ein bisschen hoch zum Rücken. Mitten auf der Piste ein Warnschild, das ist glaube ich Schlangen auf der Piste oder irgend sowas. So, jetzt geht es immer tiefer in den Sand. Zum Glück kann ich den Reifendruck
während der Fahrt jetzt anpassen. So, wieder 20, 30 Kilometer geschafft. Die Piste ist jetzt ja sogar neu präpariert, mehr oder weniger. Und wir sind echt in der Wüste angekommen. Guckt euch diese Kruste an. Wenn es hier nass ist, ein Matsch. So, vielleicht seht ihr es, die Dünen. Das ist wieder mal die Rub'al-Khali-Wüste. Diesmal von der Oman-Seite her, wie näher unserer Grenze von Saudi-Arabien. Und dann werden wir an der Grenze entlang, ein bisschen im Landesinneren, auf der Oman-Seite runterfahren. So, endlich sind wir bald bei den Dünen. Das zieht sich extrem hin. Das ist, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt wieder das Stück gehabt haben, mindestens eine halbe Stunde. Hier heißt an der Düne rechts abbiegen. Das ist eine, ist da vorbei. Super Pausenplatz gefunden und 200 Meter im Wert, aber erste Panne, ein Plattenreifen vom MAN. Jetzt fahren wir nochmal zurück. Also vorne rechts, so wie es aussieht. Schön blöd, hä? Das kommt gut. Und jetzt bist du weg. Komm. Ja, platter Reifen, hä? Aber nicht das erste Mal. Warum, wissen wir vermutlich noch nicht, hä? Nein, da sieht man ein Loch. Und das ist wahrscheinlich noch einer. Ah ja, ich mach das gut. Der Martin, zwei neue Ersatzreifen da hinten drauf auf dem Fahrzeug. Gut vorgesorgt mit Felge. Drehhülsen hat es auch. Nein, leider nicht. Das ist für den neuen Herzen. Ah. Das ist nicht.
Warte, das geht gut. Ah, du bist unten, hä? Okay. Wir können nachher nochmal. Ja, kannst alles wegnehmen. Wir können nachher noch eine Runde machen, sicherheitshalber. Sandra, willst du? Easy, oder? Ist das easy? Aber jetzt ein Gipsack. Bin ich nicht, sorry. Das lange deine Runde, wir können nachher noch eine Runde machen. Also Reifen ist gewechselt. René hat auch geschafft. Vor dieser Traumkulisse stehen wir hier. Reifenwechsel beendet. Nun geht's weiter. Fahren auch wieder Martin Majetta. Ja, nicht mehr scheiß Freude, wenn wir in die Düne hochlaufen. Dünenwanderung machen wir jetzt abends. Am neuen Morgen, wunderschön, das Wetter tipptopp, ein paar Wolken und Militärfahrzeuge morgen 6 und 8 wieder zurückgefahren. Also wir sind hier voll, Army of Omen rechts, aha, da kommen die. Ja, jetzt geht es weiter durch diese schöne, wunderschöne Dünenlandschaft.
Und das ist unsere Aussicht hier. Wunderschön. Das ist die Piste hier. Sandig schön. Das Zeug ist so schön, hey. Guckt euch das an. Mann, hey. Militärfahrzeug, Grenzkontrolle. So, die haben ihren Job gemacht, gefragt mich, den Vordersten, wohin wir gehen. Und dann ja, und ich habe da nur erzählt von dieser beautiful Landschaft hier, das ist ein Traum und war so begeistert und die haben nur gelächelt. So, hier kommen sogar mal 50 Fahrer, keine Waschbrettpiste, fast geteert, nicht ganz. Nur ein Traum, ey. Richtig gute Piste sogar. Was sagt uns dieses Schild? Achtung, kurvige Düne. Ui, 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 da kommen sie, die Grenzpolizei mit ihren Geschützen. Die Wüste blüht. Guckt euch das an, ey. Also Militär hat es hier genügend, da kommen immer wieder Patrouillen. Kein Eiler. Wow, hä? Also die Landschaft hat sich richtig schön verändert hier, es wird richtig schön grün und sogar Blumen sind zu sehen. Das ist einfach nur geil. Hey, grün, grün, grün.
kein Signal mehr von der Drohne und keine Ahnung, wo die ist. Nur ungefähr. Also 100 Meter die Dünen hoch, da unten hingestellt und jetzt die Nadel im Sandkasten finden und mit Gebet führ mich dahin. Oh Gott, und ich bin genau darauf zugelaufen. Hey. Unglaublich. Warum läuft dieser Mann hier auf dem Berg bei Mittagshitze rum? Weil er seine Drohne verloren hat. Ganz da oben am Gipfel war sie. Dieser doch großen Sanddüne. Oh weh, jetzt braucht er Wasser. Jesus lebt! Er hat mir die Drohne gezeigt, wo sie gelandet ist. Ohne Anhaltspunkte. Ich musste von einem Quadratkilometer, musste sie irgendwo sein. Die Batterie hat einfach aufgegeben. Weg war sie. Und jetzt bist du am Verdursten, oder? Ja. Wahnsinn. Mitten in der Wüste nähern wir uns einer Militärbase. Wir krampfen uns da ab durch diese schlechte Piste. Sie ist schlecht geworden. Waschbrettpiste, mal mehr, mal weniger. Aber dafür ist es blüht hier schon lange alles und das ist wunderbar anzuschauen. Jetzt geht es ausnahmsweise mal hoch. Fahrzeug, das wir treffen, noch über 100 Kilometer Piste. Vielleicht ist es ein Offroader, wir werden sehen. Also ist, glaube ich, ein Einheimischer ist keiner von Europa. Trotzdem interessant, ich fahre mit etwa 50 Stundenkilometer durch diese Prärielandschaft und es geht wunderbar. Durch die Dünen. Also hier hinten sind Seismologen unterwegs, deswegen ist hier so viel Traffic. Da kommt wieder einer. So, hier machen wir mal einen Unterbruch und wir sehen den nächsten Teil dann beim nächsten Video. Und es wird spannend, weil da gab es eine richtige Herausforderung. Und zwar sind wir da irgendwie ja, vor großen Sanddünen gelandet, mussten ein paar überqueren. Aber ihr seht es dann im nächsten Teil und freue mich, dass ihr da wieder dabei wart. Daumen hoch und bis bald. Tschüss.